Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Folge an 1800 aus dem Teamprojekt. Hier fährt zwar die ganze Zeit. Warum? Aber irgendwie steigern die nicht aus oder so. Muss meine Stadt attraktiver machen. Ich kriege keine Besucher. Aber mal gucken. Das wird wohl Hauptziel dieser Folge. Weil irgendwie macht meine Öllinie zicken. Der hat hier ständig nicht genug Öl. Reserven, keine. Doch, Lager. Na, mal gucken. Viel Spaß. So. Auch wieder einer. In einer geeigneten Umgebung würde ich mich besser entfalten. Pelzmäntel fehlen. Hochräder. Ach, krass, habe ich Hochräder noch nicht gebaut? Ach, Kautschuk war das, Sarah, was du vorhin meintest. Ah, ja, das habe ich. Kautschuk war das für die Hochräder. Ja, lief ich dir rüber. Und Gold brauchen wir für die Uhren. Dürftet ihr ja nie wieder Probleme mit Wurst haben. Ich muss was gegen die Umweltverschmutzung tun. Reicht, kann ich da nicht irgendwie Pflanzen oder Parks anlegen oder sowas? Ja, kannst du. Also nee, das macht es nicht weg. Also du musst halt hier auf die anderen Inseln ballern, die Produktion. Kann ich ein Gebäude auf die andere Insel ziehen? Nee, ne? Nee, da habe ich letztes Mal auch schon probiert, musst, wenn dann drüben bauen und dort abreißen. Scheiße. Wie soll das denn funktionieren? Pizza. Sarah. Hm. Was hältst du denn davon, wenn wir noch eine kleine Insel holen, wo wir ein Stinkgrab draufhauen? Stinkinsel. Ja, probier es. Aber ich weiß nicht, ob die reicht, obwohl doch. Auf der Zweitinsel alles, was so stinkt, drauf. So, meinst du darüber einfach? Wow, was ist jetzt? Was ist ja eh das der meiste Dreck. Ne, das würde ich nicht sagen. Obwohl doch, also ja doch, das Viertel hier ist schon heftig. Mir fehlt noch einiges an Material. Hier fehlt schon wieder Eisen. Noch nicht in die Luft geflogen ist. Hey, ich habe kein Öl mehr. Das sagte ich dir ja, weil die echt viel Öl verbrauchen soll. Ich kann dir aber aktuell noch kein Öl rüberschicken. Wieso? Weil wir die Öltankers brauchen. Ah, die Schokolade ist angekommen, also ist gerade auf dem Weg zur Insel. Mhm. Zur Zweitinsel ist das, ne? Werft ist fertig. Wir haben einfach 250 Kanonen gebaut. Was brauchen wir, Öltanker oder Frachtschiff? Öltanker, würde ich sagen. Gut, baut. Ja. Kein Erz mehr. Du brauchst Elektrizität. Lehrt die Menschen so vieles. Vorsicht etwa. Klassen.
In die Takelage! Einsatzbereit! Meine Schiffe... Zur Stelle! Wir helfen, wo wir können. Doch, Karten. Genau Gegenwind bei dem einen Schiff mit der Schokolade. Aber wir haben noch Zeit. Als Vertrauensbeweis. Wir haben noch Zeit. Tom, das Tabak- und Kaffeeproblem hat sich gelöst. Sie. Aktuell ja. Das Hauptding ist halt momentan gerade Messingherstellung. Okay. Stinkender fauliger Dreck. Stinkender fauliger Dreck. So, jetzt haben wir das. Dann können wir hier und dort. Zink und Kupfer. Wobei ich sehe, eine könnte ich glaube ich noch bauen. Hallo? Gucken, was passiert. Genau hinter einem Elektrizitätsnetz würde ich auch gerne wohnen. Na spannend, ja. Stehst du morgens mit einer guten Frisur auf? Das ist eine dauerhafte Summe im Ohr. Mit der Hand so am Ohr vorbeifährst. Was ist mit euch, Brüdis? Hm? Was fehlt euch? Das Wirtshaus. Hier steht doch gleich. Was denn? Ach. Doch, Schoki-Transport verlangsamt sich immer mehr irgendwie. Was denn? Was können. Elender Tölpel. Wehren Sie sich schon wieder. Der hat seinen Schnupftabak überall verstreut, hat er gesagt. Marktplatz ist auch zu weit weg, ne? Das ist ja, das sind ja Zustände. Ja. Ist schon weit. Marktplatz im Bau. Kann ich euch bitte upgraden jetzt? Dankeschön.
Na komm. Hüpft. Hey, das passt alle nicht, okay. Oh, tatsächlich, jetzt habe ich... Dann lassen Sie mal hören. Hey, Sie haben Wort gehalten. Metzgerhammer bekommen. Ja, das war die Schoki-Aufgabe. Limit erreicht, achso, ja. Eieiei. Oh, eine Rumbrennerei ist explodiert, das ist aber schlecht. Machst du? Nee, Alter, ja muss ich ja, ich bin eh gerade drüben. Gut. Das habe ich noch nicht mal in den Feuerwehr, Alter. In den Feuerwehr. Den Kautschuk, auf welcher Insel brauchst du den? Auf der Zweitinsel. Ach. Ja moin, wo kommen die jetzt her? Was denn? Wir haben jetzt Gelehrte. Das ist doch gut.
Aber wie geht das? Ach, die sind dann quasi hierher gezogen wie beim Besucherhafen oder was? In die Takelage! Schon schade, dass bei mir keiner besucht. Naja. Zeig ich mir. Brauch keinen. Hast du denn schon den Ballermann gebaut? Was ist denn der Ballermann? Ja, den Ballermann, damit die Besucher auch kommen. Touristen. Ja, hab ich nicht. Hab ich nicht. Was ist mit euch eigentlich? Ja, ah, jetzt geht's. Irgendwie ist alles in also dieser Pelzgeschichte ist ein Phänomen, Sarah, ne? Wenn du die alle verkaufst? Nein, ich kaufe einen. Aber ich raff's auch nicht, warum. Bitte. Neue Befehle? Zu einem. Jetzt muss ich kurz gucken, ob ich hier drüben das Ding schon gebaut habe. Aber eigentlich nicht. Sehe ich doch aber. Diese Insel kommt. Also du bringst das auf Insel 2, ne? Ja. Okay. Ich habe das jetzt mit einem Transport verbunden. Der fährt zuerst auf Insel 1 und lädt da ab und dann auf Insel 2 und lädt da ab. Mal schauen, ob das nur. 10 Scheiben und 10 Beton. Erwarten neue Horizonte. Hofstafel. Neue Befehle? Voll. Ein Mäntel auf der Insel. Ost. Ich bringe jetzt aus Embesa so ein Baumwolle. Item mit, was die Mäntelproduktion oder die Pelzproduktion steigert. Aha. Also wir brauchen Baumwolle und Jagdhütte und wir haben... Ja, die Baumwolle brauchen wir nicht. Als Seide transportiere ich ja aus. Seide ist komplett voll. Ja. Und wir haben eh schon vier Jagdhütten. Tierhäute sind... Wo sind die? Sind auch bei 100. Also der müsste raushauen, Mäntel bis zur Vergasung, aber macht nichts. Einsatzbereit. Ein bisschen langsam hier. Ja, keine Ahnung, was wir da für einen Typen eingestellt haben. Schläft. Ja, aber mein Lieben. Mal gucken, ob wir in der nächsten Folge die Pelzmäntel am Start kriegen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.